Die besten Textstellen der Literatur. Was meine ich damit? Ich meine sowohl Textstellen, Passagen, Zitate, die sprachlich wunderschön gearbeitet sind, die ich, seitdem ich sie gelesen habe, ständig mit mir herumtrage, auf die ich ständig zurückgreife, die also irgendwie in mein Unterbewusstsein abgewandert sind. Und dann natürlich Passagen, die einen wichtigen Gedanken transportieren, mit denen ich mich unter Umständen in meinem Alltag immer schon beschäftigt habe. Und mit einem Mal lese ich, dass ein Autor sich dieselbe Frage gestellt hat. Und das sind dann natürlich so Offenbarungsmomente, Erweckungserlebnisse, die sich ganz besonders einprägen. Und ein paar dieser literarischen Schlüsselmomente, Schlüsselstellen, für mich ganz persönlich natürlich, will ich heute vorstellen. Also ich hoffe, ihr seid bereit für eine Reise quer durch die Literatur und wünsche viel Spaß. Los geht's. Der hochmütige Kranke. Es ist das Teuflische an der Schwermut, dass sie einen nicht nur krank, sondern auch eingebildet und kurzsichtig, ja fast hochmütig macht. Man kommt sich vor wie der geschmacklose heinische Atlas, der allein alle Schmerzen und Rätsel der Welt auf den Schultern liegen hat, als ob nicht tausend andere dieselben Leiden duldeten und im selben Labyrinth herumirrten. Das ist aus Peter Carmencent von Hermann Hesse. Manch einer mag den Satz für eine Binsenweisheit halten. Als ich ihn vor gut und gerne 2, 2,5 Jahren gelesen habe, traf er mich direkt in die Seele und hat mir die Augen geöffnet für eine Tatsache, die ich wahrscheinlich immer schon geahnt hatte, aber mit einem Mal las ich sie da schwarz auf weiß, nämlich ich bin nicht allein mit meinen Sorgen und Problemen und Leiden. Und wenn ich den Satz heute lese, glaube ich, dass Hesse damit immer noch etwas universell Gültiges formuliert hat, weil wir, sobald wir auf unerklärliche Weise leiden, immer gleich reflexhaft glauben, unsere Schmerzen sind einzigartig. Kein anderer empfindet so und deshalb kann kein anderer uns auch verstehen. Deshalb teilen wir uns auch niemandem mit. Aber spätestens nach dem Hesse-Zitat muss man sich kritisch die Frage erlauben dürfen, woher nehmen wir eigentlich die Gewissheit, dass andere nicht genauso leiden wie wir? Vielleicht im genau selben Moment. Gut, sie tragen es nicht offen zur Schau, sie sprechen vielleicht auch nicht darüber, aber das tust du ja genauso wenig. Also warum erwartest du das von den anderen? Das hat etwas ungemein Tröstliches, auch was Gemeinschaftsstiftendes, weil es suggeriert, wir sitzen alle im selben Boot oder vielleicht in unterschiedlichen Booten, aber wir tuckern auf demselben Gewässer. Ja, wir sind alle im selben Labyrinth, in dem wir herumirren und versuchen, uns auf je eigene Weise einen Weg hindurchzubahnen. Und es ist ja auch irgendwie ein schauerlicher Gedanke, sich vorzustellen, dass 2 Leute unter denselben Problemen leiden, aber jeweils glauben, dass das Gegenüber diese Probleme nicht kennt, nicht versteht und man sich daher nicht mitteilt. Und daher dieser künstliche Graben zwischen denen klafft, der gar nicht sein müsste. Deshalb lese ich das Zitat auch als einen Appell, sich zu öffnen und auch offen über Dinge zu sprechen, die andere vermeintlich nicht verstehen würden. Die Dichterseele. Das nächste Zitat ist aus Fluchtpunkt von Peter Weiß. Warum sagte Ihnen das Farbspiel eines Sonnenuntergangs nichts? Oder der blendende Nachthimmel? Oder dieses leise singende Fallen von Schneeflocken? Warum zuckten sie wegwerfend mit den Schultern, wenn ich versuchsweise auf eine Einzelheit hinwies, die mich beeindruckt hatte? Und was sah ich denn anderes als sie in dem weißen Rauch, der aus dem Schornstein der Hütte stieg, in den zerbeulten Töpfen auf dem Tisch, in den schwarzen, zottigen Pferden, in dem rötlichen Morgengrauen über den Schnee hängen, in den Bewegungen der Hände mit den Spielkarten, in dem urzeitlichen Gesicht unserer Köchin? Ich habe das Buch von einer ganzen Weile mal rezensiert, aber ich glaube, dass kaum jemand von euch das Buch gelesen hat, deshalb muss ich euch in den Kontext einweihen. Der Autor Peter Weiß, und das ist ein autobiografisches Buch, der ist an der Textstelle gerade hoch in den Norden gereist, um als Holzfäller sein Geld zu verdienen, aber in erster Linie, um sich von einer Depression zu kurieren. Er hat es in Stockholm, wo er lebt, nicht länger ausgehalten. Er war überhaupt nicht mehr fähig, überhaupt zu leben. Er beschreibt das ziemlich eindrücklich in diesem Buch. Und er musste irgendetwas dagegen unternehmen, um sich wieder lebendig zu fühlen, um wieder zurück ins Leben zu finden. Und da dachte er, körperliche Arbeit ist sicher nicht das Verkehrteste und hat also da angeheuert als Holzfäller. Und jetzt macht er da in den schwedischen Wäldern eine interessante Erfahrung, nämlich die, er ist anders. Anders als seine Holzfällerkollegen. Er kann minutenlang ergriffen vor einem Sonnenuntergang stehen oder eben in den blendenden Nachthimmel schauen. Und das macht ihn glücklich, es stimuliert ihn. Ja, aber die anderen, die sehen nicht, was er darin sieht. Für die anderen haben alle Dinge um sie herum nur einen funktionalen Zweck oder alle Phänomene lassen sich auf Kausalität reduzieren. Nach dem Motto, ich zitiere wieder, Rauch war Rauch, Pferd war Pferd, Schnee war Schnee. Der Schornstein rauchte, weil ein Feuer im Herd brannte. Die Pferde waren da, um das Holz zu Tal zu schleppen. Schnee fiel, weil Schnee fallen musste. Aber eben nicht für Peter Weiß. Für ihn steckt in diesen Phänomenen eine ganze Welt verborgen. Und er sieht für sich jetzt als Aufgabe, eben als Künstler, der er ist, als Dichter, als Maler, den Phänomenen diese Welt zu entlocken. Also im Grunde in der Konfrontation mit diesen Waldarbeitern manifestiert sich in ihm oder bestätigt sich in ihm seine Berufung, seine Bestimmung, dass er eben nicht dazu bestimmt ist, für den Rest seines Lebens Holz zu hacken oder Holz zu fällen wie die anderen, sondern eben zu dichten, zu malen, sich als Künstler zu betätigen. Und mich hätte diese Stelle nicht so
getroffen, wenn ich nicht schon ganz ähnliche Momente erlebt hätte. Jetzt nicht Momente nach dem Schlag, oh, ich bin der geborene Künstler, ich habe eine Dichterseele, aber doch Momente, in denen ich dachte, Leute, würdigt doch mal diesen Moment. Haltet doch mal inne, geht in euch. Würdigt diesen Anblick. Genießt die Atmosphäre, die hier in der Luft liegt. Sowas von der menschlichen Sehnsucht. Jetzt kann man sich fragen, Sehnsucht, ist das was Gutes oder was Schlechtes? Einerseits impliziert das ja, man ist irgendwie unzufrieden mit dem Hier und Jetzt, mit seiner gegenwärtigen Lebenssituation. Man erhofft sich Veränderung, sehnt sich nach dem anderen, nach dem, was man gerade nicht hat. Und andererseits kann man, glaube ich, gar nicht leben ohne. Solange wir leben, sehnen wir. Und das hat ein Dichter auf eine Weise in einen Satz gebracht, wie er wundervoller nicht sein könnte. Dieser Dichter heißt Adam Zagajewski, ein polnischer Dichter. Das Zitat stammt aus Ich schwebe über Krakau, ein Prosabuch, kein Gedicht. Und als ich diesen Satz neulich erst wieder gelesen habe, kamen mir die Tränen. Und ich war so voller Dankbarkeit dafür, dass es Literatur gibt, dass es Poesie gibt. Ich lese ihn vor. Wach werden und einschlafen, einschlafen und wach werden, Phasen des Zweifels durchmachen, der bleidunklen Melancholie, der Gleichgültigkeit, Fröhlichkeit, Langeweile und dann wieder Phasen der Belebung, Helligkeit, angestrengter und freudiger Arbeit, des Glücks, der Heiterkeit, Gedenken und Vergessen und erneut daran denken, dass nebenan die ewige Flamme lodert, ein Gott unbekannten Namens und dass es nie gelingen wird, zu ihm zu gelangen. Es ist wunderschön. Ich glaube, sie ist auch deshalb so schön, weil die Stelle keine Interpretation forciert. Ihr lest vielleicht was ganz anderes da hinein als ich, aber für mich ist diese ewige Flamme, die manchmal erlischt, eben zum Beispiel in Phasen der Depression, das Symbol für die menschliche Sehnsucht schlechthin. Und weil es aber eine diffuse Kraftquelle ist, wir gar nicht wissen, wo sie eigentlich liegt, wo sie sitzt, wir nicht keine Kontrolle über sie haben, sie manchmal erlischt, ist es ein Gott unbekannten Namens. Wir huldigen diesem Gott, wir verehren diese Flamme und gleichzeitig wissen wir nicht, wie wir ihn ansprechen sollen. Eine ganz andere Lesart dieses Zitats hätte vielleicht Arthur Schopenhauer. Wille und Vorstellung. Ein Philosoph, der mich sehr beeindruckt hat und immer noch tut und wahrscheinlich immer tun wird, weil er gewisse Aspekte des menschlichen Lebens wie kaum ein anderer so rigoros, nüchtern und hellsichtig auf den Punkt gebracht hat. Und eine Textstelle in dem Kontext hat mich besonders zum Nachdenken angeregt. Für ihn hat die Sehnsucht nämlich eine andere Facette oder er hat eine ganz grundlegend andere Auffassung von der Sehnsucht. Für ihn ist Sehnsucht was Negatives, weil mit Schmerz verbunden. Ich zitiere, und man beachte bitte, wie literarisch Schopenhauer schreibt an der Stelle. Die von der Dichtung geschilderten Szenen, also er schreibt über die Sehnsucht junger Menschen und auf die Dichtung trifft das vielleicht nicht mehr zu, aber wir können Dichtung auch einfach durch Instagram oder Netflix ersetzen. Die von der Dichtung geschilderten Szenen prangen im Morgenrot unserer eigenen Jugend vor unserem Blick. Und nun peinigt uns die Sehnsucht, sie verwirklicht zu sehen, den Regenbogen zu fassen. Der Jüngling erwartet seinen Lebenslauf in Form eines interessanten Romans. So entsteht die Täuschung. Denn was jenen Bildern ihren Reiz verleiht, ist gerade dies, dass sie bloße Bilder und nicht wirklich sind. Und wir daher bei ihrem Anschauen uns in der Ruhe und Allgenügsamkeit des reinen Erkennens befinden. Verwirklicht werden heißt mit dem Wollen ausgefüllt werden, welches Wollen unausweichbare Schmerzen herbeiführt. Und dann im übernächsten Satz, ist so nach der Charakter der ersten Lebenshälfte unbefriedigte Sehnsucht nach Glück, so ist er der zweiten Besorgnis vor Unglück. Das ist so ein typischer Schopenhauer-Satz. Also er unterteilt in die Kategorien Erkenntnis und Wille oder Vorstellung und Wille. Und für ihn entsteht Weltschmerz aus dem Aufeinanderprall dieser beiden Kategorien, weil die Vorstellung sich nie einlöst, wenn sie Realität wird. Wir uns von der Vorstellung immer viel größere eben Vorstellungen machen und sie der Realität nie standhält. Die Vorstellung bleibt hinter der Realität zurück, weil mit der Realität der Wille auf den Plan tritt. Und gerade junge Menschen haben besonders große Sehnsüchte, die haben sich ganze Welten erschlossen in den Romanen und Gedichten, die sie gelesen haben, aus den Filmen und Netflix-Serien, die sie geschaut haben. Sie sind bereit, startklar fürs Leben, voller Hoffnungen und genau daraus erwächst der Schmerz, weil er sich nicht einlöst. Also die Hoffnung löst sich nicht ein, die Vorstellung, wenn sie Realität wird. Das ist ein genauso simpler Gedanke, aber er ist mir erst richtig aufgegangen, als ich ihn hier bei Schopenhauer gelesen habe. Und das Zitat von Zagajewski kann man auch schopenhauerianisch lesen, indem man eben sagt, diese ewige Flamme ist die Erkenntnis, die Vorstellung. Und wir als menschliche, wollende Wesen versuchen ständig die Arme nach dieser Flamme auszugreifen, sind aber partout nicht in der Lage, sie zu fassen, weil es dieses Auseinanderklaffen gibt zwischen Wille und Vorstellung. Der Phönix aus der Asche. Ich habe ja oft die Erfahrung gemacht,
je besser ich mich fühle, je glücklicher ich bin, desto weniger besteht eigentlich das Bedürfnis zu schreiben. Und ich schreibe jetzt ohnehin nicht beruflich, aber privat ab und zu, dass ich mich aber in solchen Momenten viel lieber der Gegenwart hingebe, mich ihr überlasse, genieße, unmittelbar erlebe. Es gibt ja auch nichts, worüber ich mir Rechenschaft ablegen müsste, also warum sollte ich schreiben? Und der Werther bestätigt mir das bei Goethe. Das ist jetzt noch nicht das Zitat, auf das ich hinaus will, das soll die Hinführung sein. Wenn Werther nämlich schreibt, ich bin so glücklich, mein Bester, so ganz in dem Gefühle von ruhigem Dasein versunken, dass meine Kunst darunter leidet. Ich könnte jetzt nicht zeichnen, nicht einen Strich, und bin nie ein größerer Maler gewesen als in diesen Augenblicken. Das ist ein wundervolles Zitat. Und es gibt mir den Anstoß zu dem Gedanken, dass wirklich große Kunst vielleicht gar nicht aus Glück und Zufriedenheit entsteht, sondern umgekehrt aus Schmerz. Wenn einen etwas quält, etwas wurmt, aus einem Defizit, einem Defekt heraus oder einem Mangel, einem Verlust, einem Trauma, irgendwie so. Und dass darin eigentlich der Schlüssel zur Kunstproduktion liegt, dass der Drang herrührt, Kunst entstehen zu lassen. Und genau darum geht es in dem nächsten Zitat. Aus Der Meister des jüngsten Tages von Leo Perutz, ein literarischer Krimi par excellence. Um den Ursprung der Kunst geht es da. Hier heißt es, aber ist dies nicht, von einem höheren Standpunkt aus gesehen, seit jeher der Ursprung aller Kunst gewesen? Kam nicht aus erlittener Schmach, Demütigung, zertretenem Stolz, kam nicht de profundis jede ewige Tat? Mag die gedankenlose Menge vor einem Kunstwerk in Beifallsstürmen toben, mir enthüllt es die zerstörte Seele seines Schöpfers. Daran muss ich seitdem immer denken, wenn ich vor genialen Kunstwerken stehe in einer Gemäldegalerie oder wenn ich einen großen Roman lese. Da denke ich mir, was hat man dir angetan? Ja, übers Schreiben schreiben. Das Schreiben bietet die beste Möglichkeit, sich der eigenen Dummheit zu vergewissern. Dauernd stößt der Schreibende auf Dinge, die er nicht sein, nicht sehen, nicht auf den Begriff bringen kann. Es gibt einen Moment des Erwachens in dieser Erfahrung. Den Augenblick, in dem sich dieser Schreibende seines Scheiterns vergewissert und vom missglückten Satz zum schadhaften Werk, zum nicht geführten Leben kommt. Der Schreibfehler ist darin etwas wie der symbolische Statthalter für das Misslingen im Ganzen. Okay, das ist so ein typischer Willemsen-Satz, lakonisch, kokett, aber es steckt immer eine tiefe Wahrheit darin, nämlich wenn man schreibt und meint, die Sprache ist mein Beruf, ja, ich nenne mich Schriftsteller, dass man dann zu der Erkenntnis kommt, Sprache lässt sich manchmal nicht biegen, wie die Wirklichkeit sie gerne hätte. Sprache ist eben doch nur ein Instrument, sich der Wirklichkeit anzunähern. Und wenn man vor diesem Problem steht, steht man oft auch vor einem Selbstzweifel, der dann exorbitant um sich greift, ne? Aber eigentlich habe ich das Zitat nur reingenommen, weil es von Roger Willemsen ist und wenn man so eine Zusammenstellung macht, muss ein Satz von Willemsen rein. Ich lege übrigens noch einen oben drauf. Der Künstler stellt eines Tages fest, mein Stil ist fertig. Aber was er so nennt, ist eine Versammlung von Unzulänglichkeiten, die sich wiederholen, bis sie charakteristisch werden. Du, dein Dichter. Endlich habe ich mal Gelegenheit, dieses kleine Büchlein hier in die Kamera zu halten. Es ist bloß 120 Seiten kurz, heißt entsprechend auch kurzer Bericht von der Unermesslichkeit der Welt, ist geschrieben von Sylvain Tesson, einem Abenteurer, einem Weltreisenden, man könnte sagen einem Indiana Jones des 21. Jahrhunderts. Und obwohl es so kurz ist, ist es meine persönliche Reisebibel. Egal, wo man es aufschlägt, es weht einem Poesie entgegen. Und zwar, das ist das perfide, Poesie von jener unwiderstehlichen Sorte, dass es eigentlich wehtut, sie zu lesen. Vielleicht kennt ihr diese Momente, wo ihr euch vor zu viel Schönheit verstecken müsst, verbergen müsst, weil ihr glaubt, ihr haltet sie nicht aus oder ihr seid nicht gut genug oder ihr habt Angst, dass sie euch radikal verändern könnte. Und so geht es mir, wenn ich dieses Buch lese. Er schreibt hier über seine Reisen, über seine Abenteuer. Gleichzeitig ist es ein Manifest auf seine Haltung zur Welt, dem Leben, gegenüber ein Plädoyer für das ständige Unterwegssein, für den Aufbruch. Und das ist auch ein weiterer Grund, warum ich das Buch trotz seiner über alle Maßen vorhandenen Schönheit so ungern lese, weil es in mir die schmerzhafte Sehnsucht weckt, sofort meine vier Wände zu verlassen und nach Tibet zu pilgern oder die steilsten Hänge im Karakorum zu erklimmen oder so. Und wie eben schon gesagt, es ist bevölkert von so wundervollen poetischen Sätzen, dass man minutenlang darin schwelgen kann. Manchmal möchte man sich da hineinlegen. Ich gebe euch eine Kostprobe. Es ist an der Zeit, mit der Axt der Poesie die Mauer einzureißen, hinter der die Feen der europäischen Kindheit weinen. Ich weiß gar nicht, ob ich den Satz jetzt interpretieren muss. Man kann ihn eigentlich auch für sich stehen lassen, aber es ist auch eine Mauer des Rationalismus, die da eingeschlagen wird. Und es ist ein Loblied auf die Fantasie, weil es eine Axt der Poesie ist. Er schreibt an anderer Stelle, wir sollten wieder versuchen, die Umwelt mit unserem Blick zu befruchten. Das ist eine wundervolle Formulierung, oder? Uns für eine doppelte Lesart der Welt zu öffnen.
unsere Fantasie anzukurbeln und dann zum Beispiel, ich zitiere wieder, sich vorzustellen, dass der Kalk der Pariser Steine aus im Tertiär abgelagerten Fossilien besteht und dass die Stadt folglich auf einem Muschelbett ruht. Das erinnert mich dann an ein Zitat der finnischen Schriftstellerin Eva-Lisa Manner, die einmal geschrieben hat in einem Gedicht, die Welt ist eine Dichtung meiner Sinne. Das ist ein wundervoller Gedanke, sich vorzustellen, wir sind die Dichter unserer eigenen Welt. Wir sind dafür verantwortlich, wie wir die Welt wahrnehmen. Und ich glaube, Rilke schreibt in seinen Briefen an einen jungen Dichter, an Franz Xaver Kapus, sinngemäß, ich zitiere ihn jetzt nicht, dass ein Dichter sich darum bemühen sollte oder dazu in der Lage sein sollte, die Welt wieder wie zum ersten Mal wahrzunehmen und sich diesen ersten Blick zu bewahren oder sich darum zu bemühen, diesen ersten Blick wieder zu erlangen, also diesen kindlichen Blick, dieses naive Staunen, wenn wir hinaus in die Welt schauen. Das ist doch, glaube ich, ein Gedanke, den wir hochhalten sollten, den wir auch vielleicht öfter in unseren Alltag integrieren sollten. Sinnlichkeit und Sprache. Das vielleicht sinnlichste Buch der deutschsprachigen Literatur, zumindest wenn es ums Riechen geht, ist Das Parfum von Patrick Süskind. Und ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich diese Textstelle damals gelesen habe. Man führe sich bitte diese Sinnlichkeit vor Augen oder vor Ohren oder vor die Nase oder am besten vor alles drei. Der Duft war so himmlisch gut, dass Baldini schlagartig das Wasser in die Augen trat. Er schloss die Augen und sah sublimste Erinnerungen in sich wachgerufen. Er sah sich als einen jungen Menschen durch abendliche Gärten von Neapel gehen. Er sah sich in den Armen einer Frau mit schwarzen Locken liegen und sah die Silhouette eines Strauchs von Rosen auf dem Fenstersims, über das ein Nachtwind ging. Er hörte versprengte Vögel singen und von Ferne die Musik aus einer Hafenschenke. Er hörte Flüsterndes ganz dicht am Ohr. Er hörte ein »Ich lieb dich« und spürte, wie sich ihm vor Wonne die Haare sträubten. Jetzt, jetzt, in diesem Augenblick. Er riss die Augen auf und stöhnte vor Vergnügen. Dieses Parfum war kein Parfum, wie man es bisher kannte. Das war kein Duft, der besser riechen machte, kein Sambon, kein Toilettenartikel. Das war ein völlig neuartiges Ding, das eine ganze Welt aus sich erschaffen konnte. Eine zauberhafte, reiche Welt. Und man vergaß mit einem Schlag die Ekelhaftigkeiten um sich her und fühlte sich so reich, so wohl, so frei, so gut. Ich bekomme jedes Mal Gänsehaut, wenn ich diese Stelle lese, genauso wie Baldini. Geht's euch auch so?